Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und zwar der 24. und letzten für die Saison 2015-2016. Wir beenden das Ganze mit dem FA Cup Finale gegen den FC Liverpool und damit mit der Chance tatsächlich doch noch in den internationalen Wettbewerb für die Saison 2016-2017 einzuziehen. Und wenn ihr mich bei dieser Episode unterstützen wollt, dann lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. 700 Likes für diese letzte Episode der Saison wären richtig, richtig nice. Würde mir extrem nur Freunde, ihr wisst Bescheid, was das für eine wichtige Aufgabe ist, was das für eine große Unterstützung ist. Wir scouten natürlich mal wieder die Spieler, die eventuell potenzielle Neuzugänge sind für die nächste Saison. Unter anderem haben wir da gerade, glaube ich, schon gesehen, den Scout-Abschlussbericht genau für Yannick Westergaard. Ein sehr interessanter Innenverteidiger, der vielleicht auch als Transferziel ins Auge gefasst wird. Mal sehen, was da so gehen wird. Zwar muss er noch ein bisschen an sich arbeiten im Bereich der Grätsche bzw. des Manndeckungsspiels. Allerdings hat er ja noch ein bisschen Zeit, er ist 23 Jahre alt und dementsprechend auf jeden Fall ein interessanter Transfer für unsere Defensive. Was da so passieren wird, wir werden es in der nächsten Saison bzw. in der nächsten Episode sehen. Das war eigentlich eine große Episode hier. Allerdings habe ich mich entschieden, das Ganze noch ein bisschen anders zu machen und das Ganze zu cutten, damit es keine 35 Minuten werden, indem wir 18 am Stück nur in die neue Saison gehen, sondern machen das in der nächsten Episode. Ihr habt gerade schon gesehen, Jonjo Shelvey und Henri Saive, sind die Ziele, die wir auch genauso wie in Realität Newcastle hier ins Auge gefasst haben. Das ist auch bei Lord Bendtner so. Den wollen wir ebenfalls im Idealfall verpflichten. Der war ja auch bei Newcastle im Gespräch mittlerweile wohl nicht mehr, aber trotzdem auf jeden Fall ein interessanter Mann, der uns eventuell weiterhelfen kann. Wir werden auch so ein paar Transfers machen, die im Idealfall sehr, sehr gut zu uns passen, beziehungsweise uns definitiv weiterbringen werden. Wenn wir international spielen, müssen wir da einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und vielleicht ein bisschen was machen, was in Realität jetzt nicht unbedingt gerade bei Newcastle passieren würde, aber das habe ich in einer Karrieremodus auch schon gesagt, wir sind hier nicht in der Realität und wir spielen mit Newcastle vielleicht in der Euroleague und dementsprechend brauchen wir Spieler, die diesen Druck standhalten können und die Qualität mitbringen, um uns da zu beweisen. Wir spielen jetzt gegen Liverpool und versuchen einzuziehen. Viel Spaß und bis gleich. Das Wembley Stadium erwartet den FC Liverpool und Newcastle United zum Finale des Emirates FA Cup. Eine sehr wichtige Partie für beide Mannschaften nach der Katastrophensaison bei FC Liverpool, die in der zweiten Tabellenhälfte endete, und bei der Überraschungssaison bei Newcastle United, die nur ganz knapp hinter den europäischen Plätzen enden sollte. Ja, haben wir hier die beiden Teams, die also die Chance haben, nochmal ins internationale Geschäft einzuziehen. Newcastle mit einem 2:0-Sieg gegen Swansea ins Finale gekommen und Liverpool mit einem 2:1-Erfolg gegen Leeds United. Also, Liverpool hat die Chance, dass dieser katastrophalen Saison tatsächlich noch mit Trainer Jürgen Klopp im internationalen Bereich tätig zu werden in der Saison 2016-2017. Natürlich war Martin Skrtel und Sako genau dieser Aufgabe im Idealfall gewachsen. Auf der anderen Seite wollte Newcastle es natürlich auch schaffen und wollte, nachdem sie so knapp am Ende der Saison gescheitert waren, an den Tottenham Hotspurs heute hier die Chance wahren und in die Euroleague einziehen. Rob Elliott davor, Zuma zusammen mit Charles Mbemba und natürlich Florentin Pogba, Massimo Aydara, Chaik Tiote, Jorginho Wijnaldum, Sim de Jong, Paul George Ntep, Ayoze Perez und Florian Thauvin in der Offensive. Ja, richtig, kein Michy Batshuayi, der wurde geschont und das in einem Pokalspiel. Das macht auch nur MGT, aber vielleicht klappt es ja mit dem Spanier in der Spitze. Mignolet, Klein, Skrtel, Mamadou Sakho und Alberto Moreno in der Defensive beim FC Liverpool. Davor Lucas Leiva, Roberto Firmino und Jordan Henderson. Jordan Ibe in der Offensive zusammen mit Daniel Sturridge und James Milner. Das heißt, eine komplett englische Offensivabteilung, wenn man das mal zumindest auf diese drei Spieler reduziert. Das eventuell der Schlüssel zum Erfolg ist die große Frage. Wir springen rein in die Partie und die begann natürlich gleich mal mit Newcastle, denn in der Liga hatte man 3:0 gewonnen und hier wollte man das genauso fortsetzen. 15. Minute, das ist Paul George Ntep, geht in den 16er, sein Schussversuch noch abgeblockt, aber da kommt nochmal Thauvin und der Kopfball geht ganz genau übers Tor. Mignolet ist da noch dran, das wäre fast der Führungstreffer gewesen. Die anschließende Ecke von Paul George Ntep auf Chaik Tiote, für den eine ganz besondere Partie. Warum, erklären wir gleich. Erstmal verzieht er hier knapp, der Evora heute als Kapitän auf dem Platz, eventuell seine letzte Partie für Newcastle, der steht zum Verkauf und durfte dementsprechend heute nochmal von Anfang an ran, nochmal seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz. Für den Afrikaner also heute mit einem ganz besonderen Spiel für sich selber. Auf der anderen Seite versuchte Jordan Ibe das Spiel für also einen besonderen für sich zu machen. Der Youngster von Liverpool geht in den 16er. Schöner Schussversuch. Rob Elliott ist da und der Nachkopfball von James Milner knapp am Tor vorbei. Es blieb am 0:0. Es war die erste Offensivaktion des FC Liverpool. Dann wieder Newcastle. Die waren in der Offensive doch einigermaßen besser als Liverpool. Und hier gibt es den Freistoß gegen Florian Thauvin, beziehungsweise für Florian Thauvin und gegen Alberto Moreno, nachdem der Spanier den Franzosen da am Laufweg hindert. Das ist kurz vor der Strafraumkante, an sich eine sehr gute Position. Allerdings, auch wenn wir hier Jose Perez sehen, der es wohl indirekt versuchen würde, hat der MGT selber formuliert, dass Haidara diesen Freistoß schießen sollte, brachte den Franzosen dazu, sich an den Ball zu stellen. Die Mauer sehen wir hier aus Jordan Ibe, James Milner und Daniel Sturridge, das heißt die Offensivfreie der Liverpooler, Freistoßspray und im Endeffekt Haidara mit dem Freistoß und viel Trubel um nichts, denn das Ganze war mehr als unspannend. Es sollte aber besser werden, kurz vor der Halbzeit nochmal die Magpies in der Offensive. Jose Perez, wie gesagt, stand in der Startelf mit dem Ball auf Sim de Jong, der außen viel zu leichte Spieler gegen Martin Skrtel, der Slowake, rutscht vorbei. Das ist das große Problem von Liverpool, sie sind zu instabil in der Defensive.
Defensiver Jose Perez, 1:0 für Newcastle United, 45. Minute, Liverpool liegt erneut zurück gegen die Magpies und das ging viel zu einfach. Das ist der rote Faden, der sich durch die Saison der Liverpooler zieht. Die Defensive ist zu schwach und einfach nicht konsequent genug. Kleinfeldsch noch unglücklich ab und Mignolet kann nichts machen. Führungstreffer für die Magpies, damit ging es in die Pause, also die Führung für Newcastle. In der zweiten Halbzeit versuchte Liverpool dann ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Erstmal geklärt von Schalke Thiotet, der den Ball hier nach vorne treibt, ihn dann allerdings hier ein bisschen sehr unglücklich im Mittelfeld gegen Joe Allen verliert. Der Waliser eingewechselt, treibt den nach vorne. Jordan Henderson mit dem Ball in die Spitze und da wollen Ibe und Sturridge beide hin, die können sich nicht entscheiden und im Endeffekt ist Elliott da und klärt diese Kugel allerdings. Ja, nur dieses eine Mal, denn dann kam Daniel Sturridge und machte den Ausgleichstreffer. Milner mit der Vorlage, 66. Minute und der englische Topstürmer macht den Treffer. Das war ganz, ganz schwach verteidigt und zwar von Florentin Pogba und Rob Elliott. Die haben dann Abstimmungsproblem und dann spritzt Sturridge dazwischen und haut diesen Ball rein zum Ausgleichstreffer. War nicht sonderlich verdient, aber war halt nun mal der Ausgleich und Newcastle musste sich jetzt wieder anstrengen, nach vorne zu kommen und das taten sie auch. Sie wollten jetzt hier den Führungstreffer wieder erzielen. Paul George-Ntepp schon am Rande seiner Kraft gegen seinen Landsmann Zarco, macht das aber gut und spielt den Ball in die Spitze auf Siem de Jong. Der Niederländer versucht es da, beim ersten Mal mit dem Schuss abgefällt und beim zweiten Mal abgeblockt. Es sollte nicht sein, 75 Minuten waren durch und Newcastle weiter nicht mit dem Führungstreffer. Andere Seite Roberto Firmino mit dem Kopfball, Elliott da fliegen, aber macht das sicher und souverän, gar keine Frage. Wir springen in die 85. Minute, der Ball auf den eingewechselten Batshuayi, aber irgendwie wollte er nicht vorbei an Simon Mignolet. Er scheitert hier an seinem Landsmann, dann springen wir in die 90. Minute, das ist Wijnaldum, das ist die Flanke und das Emre Can, das wäre die Geschichte gewesen der Saison 2015-2016 für Liverpool. Der abgegangene zentraldeutsche Mittelfeldspieler macht hier den Kopfballtreffer zum erlösenden 2:1 für Newcastle. Es passierte aber nicht, auf der anderen Seite wieder eine Kopfballchance im ersten Durchgang der Verlängerung. Wir mussten da also reingehen, Siem de Jong scheitert hier aber an sich selber und köpft den Ball knapp vorbei und dann machte Liverpool wieder den defensiven Fehler. Roberto Firmino katastrophal auf Michy Batshuayi, dann halt Wijnaldum ganz viel Wiese vor sich, zieht drauf, gute Parade von Mignolet, aber Armstrong ist da und macht das 2:1, 98. Minute, der Führungstreffer für die Magpies und die erneute, katastrophale Defensivleistung, die sich da beim FC Liverpool offenbart. Das war ganz, ganz schwach von Firmino und dann ist niemand mehr bei Wijnaldum, weil Moreno aufgerückt ist. Mignolet macht das Lass, aber Armstrong hat auch keiner wirklich im Griff, Klein sieht nicht gut aus und es steht 2:1, ging genauso weiter. Emre Can treibt den Ball nach vorne, der Pass in die Spitze und zwar auf Michy Batshuayi, Skrittel sieht alles andere als gut aus, auch Klein wird abgeschüttelt vom Belgier und der bleibt eiskalt vor seinem Landsmann und diesmal macht er das Tor, macht das 3:1, 105. Minute innerhalb von 7 Minuten, das Spiel wieder auf den Kopf gestellt und die Magpies waren 3:1 in Führung. Das zeigte sich ja wieder einmal, dass Liverpool in der Defensive einfach nicht stark genug war, ganz, ganz schwach verteidigt und im Endeffekt ist das dann natürlich überhaupt kein Problem für den Top-Torjäger. Der Magpies in der Saison zur Winterpause gekommen, hat sich gut eingelebt und das zeigt er hier, denn somit war Newcastle natürlich jetzt mit 2 Toren Vorsprung dabei. Liverpool versucht aber zurückzukommen. Hier der Fehler im Mittelfeld, dann der Ball auf Sarko mit aufgerückt und das ist Christian Benteke, was der eine Belgier kann, kann der andere Belgier auch. Eisekalt der eingewechselte belgische Top-Transfer vor der Saison von Aston Villa gekommen und hier bringt er seinen Männern nochmal Hoffnung. Das war klasse gemacht vom aufgerückten Sarko, der damit nach vorne geeilt war, spielt den Ball perfekt in den Lauf von Christian Benteke und der eiskalt mit voller Gewalt vor Bayern Rob Elke, der natürlich gar keine Chance hat. Dementsprechend Hoffnung bei Liverpool-Fans, die feierten schon wieder, als auf der anderen Seite direkt wieder die Chance für die Magpies, der Versuch von Armstrong abgefälscht. Es gibt einen Eckball, das war ganz, ganz knapp in der Situation. Klein ist diesmal gut dazwischen, aber Wijnaldum bringt den Ball in die Mitte und da steht Schalke Thiotet, natürlich Thiotet, letzte Partie für die Magpies, als Kapitän seine Mannschaft auf den Platz geführt und der Ivora macht es noch einmal und bringt seiner Mannschaft hier wohl den entscheidenden Siegtreffer. Die Fans von Liverpool, die waren auch richtig gut gelaunt nach dem 3:2 Anschlusstreffer und dann kommt der Eckball von Wijnaldum und der Kopfball von Thiotet und wieder ganz, ganz schwach verteidigt in der Spielertraube, kommt kein Liverpooler zum Ball und die Roten kassieren das 4. Gegentor in diesem Pokalfinale und es war die letzte Aktion. Newcastle gewinnt den Emirates FA Cup und steht, das können sie gar nicht selber glauben, tatsächlich doch noch im internationalen Geschäft, dürfen nächstes Jahr in der nächsten Saison international die englische Liga auf der internationalen Bühne vertreten. Ein unfassbares Spiel im Emirates Stadium. Es hatte alles Spannung, Tragik und natürlich auch einen Helden und zwar Schalke Thiotet, der seiner Mannschaft hier im Endeffekt den Sieg bringt. Es musste wohl so eine Story sein. Emre Can konnte es nicht mit seinem Kopfball in der 90. Aber das Team schaffte es trotzdem und gewinnt verdient den FA Cup. Liverpool darf die Köpfe hängen lassen. Nach der katastrophalen Saison geht es nicht in die Euroleague, anders als für Newcastle. Und wir lassen sie jetzt mit den Bildern alleine von der Siegesfeier und vom Pokal und natürlich von Schalke Thiotet.
Ach Freunde, ist das nicht schön. Die letzte Saison, wisst ihr noch, die erste in FIFA 15 im Karrieremodus. Wie ist die geendet? Richtig, mit dem Sieg des FA-Cups damals gegen Chelsea oder City, bin mir gar nicht sicher. Und wie endet die erste Saison im 2016er Karrieremodus, im FIFA 16 Karrieremodus? Natürlich mit dem Sieg des FA-Cups und damit mit dem Einzug ins internationale Geschäft. Wir kriegen 2,9 Millionen Preisgeld und wir können uns ja richtig freuen, denn somit sind wir nächste Saison international vertreten und wir können genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Wir können uns verstärken und zwar für die Euroleague-Saison. Natürlich müssen wir da einige Spieler holen. Wir haben an einigen Positionen ein bisschen Nachholbedarf, kriegen aber unter anderem auch Emeka Beyer zurück. Der kommt von Marseille zurück zu alter Wirkungsstätte nach seinem Leihgeschäft. Ich bin gespannt, was wir machen werden. Ich weiß ja schon, weil ich das hier bereits vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Aber glaubt mir, es wird euch hoffentlich gefallen und ich bin mir relativ sicher, dass die Transfers uns auch weiterhelfen werden in der Premier League und mir und auch euch viel Spaß bereiten werden. Wir trainieren unsere Mannschaft noch ein letztes Mal in dieser Saison. Wir bekommen ordentliche Ergebnisse, abgesehen von Mitrovic, der jetzt keine Rolle mehr gespielt am Ende der Saison, eventuell nächstes Jahr gehen wird. Aber ob das passiert, das bleibt alles noch in den Sternen, beziehungsweise steht alles noch in den Sternen. Wir wissen nicht, was passiert. Allerdings wissen wir aber, wir spielen auf jeden Fall international. Das war eine klasse Saison, die wir geliefert haben. Unser Vorstand kann definitiv zufrieden mit uns sein. Und nächste Episode geht es dann weiter mit den Leistungsdaten, wenn ich mich recht erinnere. Und natürlich auch mit dem Start in die Saison 2016, 2017, mit dem Vorbereitungsturnier und so weiter und so fort. Ich bin mir relativ sicher, dass euch das richtig gut gefallen wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das eine absolut geniale Saison werden wird. Denn wir stehen international richtig gut da. Und ich denke mal, das dürfte mit den Transfers, die wir in Angriff nehmen wollen, auf jeden Fall klappen. Vielleicht ja sogar mit dem Euroleague-Sieg. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da und lasst auch den Daumen nach oben da für die nächste Episode und für die nächste Saison 2016, 2017. Wir haben Liverpool geschlagen. Wir sind der deutsche Trainer, der Erfolg hatte gegen Jürgen Klopp, den anderen deutschen Trainer. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch, haut rein. Und ciao. Wunderschönen Tag noch, haut rein. Und ciao.